Morgen oder Mahlzeit. Ich habe gerade einen Autobahnsticker für die Türkei organisiert in einem örtlichen Postamt. War mit ganz viel Anstehen verbunden und mit viel Kommunikationsproblemen. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Klasse erwischt und habe genug Aufladung, dass wir damit irgendwie autobahnmäßig durch die Türkei kommen, wenn wir dann Autobahn fahren. Den kleben wir uns jetzt vorne in der Scheibe, beziehungsweise müssen ihn immer hochhalten, wenn wir durch so eine Kontrollstation fahren. Und dann ist hier eine Aufladung drauf, prepaid. Und die gute Dame meinte, das wird wohl reichen, was da drauf ist. Wir werden es erleben. WLAN-Abdeckung hier in der Türkei. Habt ihr sicherlich schon gemerkt, weil das neue Video so schnell geladen werden konnte. Haben uns jetzt entschieden, eben gerade eine türkische SIM-Karte fürs Tablet zu holen. Morgen müssen wir mal ein bisschen arbeiten, tatsächlich. Haben uns hier ein schattiges Plätzchen ausgesucht, hier hinter uns in so einem Pavillon. Da geht es dann gerade noch mit der Temperatur. Da haben wir auch unseren WLAN-Hotspot aufgebaut und können da ein bisschen Überweisungen machen. Und Katja muss noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Digitalnomadentum pflegen. Und die Edda, die sitzt da hinter uns im Camper und spielt auch Tablet. So hat jeder so sein elektronisches Device, mit dem er die Zeit verbringt. So, aber ist ja auch ein schöner Arbeitsplatz hier mit schwarzem Meer im Hintergrund und so weiter. Das passt. Da dem Tablet jetzt, oder beziehungsweise dem Laptop, der Strom ausgegangen ist, müssen wir hier mal kurz mit unserer Kabeltrommel 220 Volt verteilen. Dafür haben wir ja unseren 220 Volt Produzenten an Bord. So, weg. Hier sind die Steckdosen. Zack. So, dann müssten wir jetzt, wenn es gut läuft, bei Katja am Laptop 220 Volt haben. So, und funktioniert? Juhu! Bitte! Und das Gute ist 100% Ökostrom, weil kommt aus der Solaranlage. Sonst kann Papa mit dem Video nichts machen. Okay! Guck mal, da ist jetzt mal der Papa. Da hinten. Ja. Und da steht Egon. Du musst hier rumkommen, sonst sieht man mich ja nicht. Du musst hier rumkommen mit der Kamera. Und immer schön gerade halt, nicht so viel rumwedeln. Und der macht gerade etwas. Ja, der wollte das Kabel auf, ne? Aha. Warte. Das ist das Schwarze Meer, genau. Da waren wir gestern baden. Die Wellen sind aber ganz schön kräftig. Guck mal, da saßen wir gerade drinne. Guck mal, das ist Egon und da ist wieder der Papa. Genau, bleib mal hier auf dem Bürgersteig, weil hier fahren jetzt ganz viele Autos, ja? Oder ich gehe da raus. Ja. So, wir haben kleines Problem mit unserer Bremsanlage, unserer Druckluftbremsanlage. Wir haben über das Entlüftungsventil permanent Druckentlüftung, also offensichtlich entweder ist die Trocknerpatrone zu nass und muss getauscht werden. Oder wir haben ein ernsthaftes Problem mit dem Ventil, das wissen wir noch nicht. Da es aber sich um die Bremsanlage handelt, haben wir uns jetzt entschieden, hier kurz eine LKW-Werkstatt aufzusuchen. Die Iveco haben wir hier gesehen, die haben aber nur die kleinen Ivecos gehabt und Agrarkram, die fahren uns jetzt aber vor. Der eine Kollege hat sich ins Auto gesetzt und gesagt, pass auf, ich fahr vor, kein Problem, 6 Kilometer. Ich bringe uns in den Gewehrwerkstatt. Mal gucken, ja, was kommt. So, wir sind hier auf dem Autoplaza, im Autoreparaturplaza von Bad, wie heißt der Ort? Bad Martin.
schön im Schatten, ist gut. So, wir warten jetzt mal hier, während das Auto repariert wird. Die haben uns mal gleich Sitze angeboten und die stündliche Bahn. Und die haben uns einen Fernseher angemacht. Total nett. Ich glaube, wir kriegen gleich noch einen Tee. Ja, und dann verbringen wir mal ein bisschen die Zeit hier, bis der Egon wieder läuft. So, da versuchen sie gerade den Egon zu reparieren. Ich hoffe wirklich, es klappt. So, wir haben hier wieder einen wunderschönen Stellplatz gefunden, wie wir finden. Hier liegt zwar ein bisschen Müll rum, weil hier natürlich das häufiger offensichtlich benutzt wird. Aber ich zeige euch das mal. Das ist direkt an so einem relativ trockenen Flussbett. Können wir mal gucken hier. Der Fluss ist aber ganz sauber, der da noch fließt, das bisschen. Er da spielt hier ein bisschen mit den Steinen. Wunderbar. So. Papa, kannst du mit mir mal darüber? Ja, pass auf, das machen wir jetzt. Oh, pass auf, das machen wir jetzt. Vorsicht. Und plupp. Guck mal, wie sauber der Fluss ist tatsächlich. Hä? Oh, Alter, Schlüpper. Oh, gleich runter. Guck mal, hier kann man nämlich auch reingehen in den Fluss. Und dann hat man hier ganz, ganz... Ah, oh, ist das angenehm. Ah, ist doch angenehm. Aber dann musst du dir deine gelben Schuhe anziehen. Ja? Ja, und dann alles klar. Oh, Eddie, guck mal hier. Unsere Kamera. Ja, und hier sind wir mit den Füßen. Guck mal, wie klar das Wasser ist hier. Ein Traum. Oh, Edda. Nimm viel Zeit auf. Hast du schon nass gemacht? Mhm. Ausziehen dann. Ich muss hier mit Wasser machen, weil das Wasser an sich von mir gekommen ist. Das ist unser Campspot für heute Abend. Wir haben uns mal heute hier ein bisschen für Geselligkeit entschieden, weil wir sind den ganzen Tag durch die Berge gefahren und wollten jetzt hier einfach noch ein bisschen Spielplatz in der Nähe haben und irgendwie ein paar Leute heute Abend und ein kleines Restaurant oder ein kleines Café. Also wir dürfen hier stehen, das ist hier so Hafengebiet. Ich drehe mich mal hier so rum, hier ist die andere Seite, hier gibt es auch einen Spielplatz. Da kann einer dann morgen früh spielen oder heute Abend noch. Das ist alles sehr cool. So. Jetzt gehen wir aber mal auf die andere Seite vom Hafen, also in die Richtung. Da sieht es auch ganz schön aus. Da ist heute Abend ein bisschen mehr Trubel, deswegen haben wir hier rüber geparkt. Und dann gucken wir mal. Ella, wo willst du rauf? Auf den Mickey-Maus-Bahn. Und dann rutscht mich dann. Ein großer Spaß für groß und klein. Wo ist die Ella? Ja. Oh. Edda! Ich sag mal, ist von hier aus direkt um die Ecke.